Wer viel reist und im Ausland unterwegs ist, der kennt das Problem, dass man bei der Landung im Zielland schnell einen Internettarif braucht. Das Problem ist eigentlich schon längst gelöst, ist aber die ganze Zeit an mir vorbeigegangen. Wie die Lösung aussieht und wie ihr schon im Heimatland euren Mobilfunktarif auf eurem Smartphone aktivieren könnt, das zeige ich euch nach dem Intro. Das Smartphone hat im Ausland mittlerweile den Reiseführer ersetzt. Beispielsweise läuft die Navigation über Google Maps, Fußgängernavigation geht überhaupt nicht offline oder man möchte sich einfach ein Ticket kaufen für den Zug, der einen jetzt vom Flughafen in die Stadt bringt oder man ist in der Schweiz, da muss man ja aus Deutschland jetzt nicht unbedingt hinfliegen, aber auch hier muss man halt sich um einen Mobilfunktarif kümmern, denn das EU-Roaming gilt zum Beispiel ja nicht in der Schweiz. Das Video unterteile ich jetzt in verschiedene Parts. Ich erzähle euch jetzt im ersten Teil erstmal, wie die Lösung aussieht, warum das eine gute Idee ist. Und im zweiten Teil können wir uns anschauen, wie wir die in Android einfügen können. Das Stichwort ist eSIM. Und das unterstützen aktuell die meisten Handys tatsächlich. Man muss also keine physische SIM-Karte mehr in sein Handy stecken, sondern kann eine Embedded SIM nutzen. Tatsächlich tue ich das schon seit Jahren bei meinem Trillisch-Anbieter Premium SIM. Mir war aber nicht klar, dass ich zusätzliche eSIMs installieren kann und nach Bedarf aktivieren oder deaktivieren kann. Ich kann zwar nur eine eSIM zur gleichen Zeit aktiv haben, kann aber trotzdem eine ganze Menge eSIMs schon mal vorab speichern. Im Umkehrschluss heißt das, ich habe eine große Auswahl von Anbietern, die mir diese eSIMs anbieten, die ich sofort aktivieren kann und auf meinem Handy auch installieren kann und dann bei der Landung im Zielland einfach nutzen kann. Was hat das jetzt aber für Vorteile? Ich könnte mir doch auch einfach im Zielland eine SIM-Karte kaufen. Naja, zum einen habe ich alle Ruhe für den Preisvergleich zu Hause. Ich kann zum Beispiel Webseiten wie eSIM.db nutzen, um einfach mal zu schauen, wer den günstigsten oder den mir passenden Tarif anbietet. Das kann ich nicht machen, wenn ich einfach im Zielland zu einem Shop gehen muss und dann gibt es halt am Flughafen vielleicht nur den einen, den ich finde und dann muss ich das Paket nehmen, das die mir anbieten. Zum anderen gibt es Länder, die nur Touristenpakete anbieten, wenn man keinen inländischen Pass hat. So macht das zum Beispiel die Türkei und die Tarife, die man dort als Tourist bekommt, die sind echt, ja, kann man schon sagen, eigentlich ein Scam. Im Vergleich zu den Inlandstarifen. Also am besten irgendjemanden kennen, der einen türkischen Pass hat, dann bekommt man auch die Inlandstarife. Aber die Touristenpakete sind echt ein Witz in der Türkei. Und deshalb braucht man da eben auch eine eSIM. Diese eSIM kann ich dann schon zu Hause einfach mal installieren. In der Regel installiert man dann die App des Anbieters, den man sich ausgewählt hat, bezahlt dann mit PayPal, Kreditkarte oder was auch immer. In der Regel sind das auch Prepaid-Tarife. Es gibt auch Laufzeittarife, die kann man aber häufig monatlich kündigen, passt da am besten beim Vertragsabschluss auf. Die eSIM.db hat da auch schon die entsprechenden Filter für. Normal kauft man sich dann so einen Tarif, zum Beispiel 5 GB für 2 Wochen, das deckt dann den kompletten Urlaub ab und ja, man muss ja jetzt nicht YouTube gucken zum Beispiel im Urlaub. Im Hotel hat man dann in der Regel WLAN, also normalerweise nutzt man das ja nur, wenn man unterwegs ist und da kann man sich dann überlegen, was man braucht halt. Und der große Vorteil ist auch, wenn ich dann im Zielland gelandet bin, dann kann ich die einfach direkt aktivieren. Also ich mache meinen Flugzeugmodus aus, schalte das Roaming ein bei der eSIM oder aktiviere die überhaupt mal und dann das Roaming einschalten und dann kann ich die nutzen. Also dann bin ich gelandet und kann schon meinen Liebsten zu Hause schreiben, ich bin gelandet, während ich noch im Flugzeug sitze. Also ich habe zum Beispiel Eskimo SIM mal ausprobiert, die hatten ein Angebot kostenlos 1 GB. Das würde ich euch jetzt auch mal in die Videobeschreibung packen, das ist glaube ich abgelaufen. Wenn ihr meinen Referral-Code benutzt, dann bekommt ihr, glaube ich, noch 500 MB umsonst. Ist ja für den Anfang auch ganz okay. Was ist jetzt aber zu beachten, wenn ich eine eSIM nutzen möchte? Also zum Aktivieren der eSIM brauche ich eine aktive Internetverbindung. Deshalb macht es wirklich Sinn, das einfach schon zu Hause zu machen, wo man im WLAN ist und die SIM einfach einmal einrichtet, aber noch nicht nutzt. Da ist man dann ganz auf der sicheren Seite. Auch hier würde ich wieder die Türkei als Beispiel ranführen, denn dort ist es ziemlich schwierig als Ausländer in WLANs zu kommen, denn bei WLAN-Verbindungen oder bei Gast-WLANs wird man entweder nach einem türkischen Pass, also nach einer ID gefragt oder nach einer türkischen Handynummer und die hat man in dem Moment nicht und dann hat man vielleicht das Problem, nicht ins WLAN zu kommen und die eSIM halt noch nicht am Flughafen aktivieren zu können.
Eine andere Einschränkung bei eSIMs ist, dass man in der Regel nur Datenvolumen kaufen kann und eben keine Freiminuten oder keine Nummer bekommt. Es gibt Anbieter, die natürlich auch Freiminuten bieten, allerdings bekommt man oft keine lokale Nummer. Also wenn ich jetzt in die Türkei fliege zum Beispiel, dann bekomme ich keine türkische Nummer deshalb, weil ich eine eSIM habe. Also ich habe zumindest jetzt auf die Schnelle keinen Anbieter gefunden, der das anbietet, kann welche geben, aber die, die es anbieten, die bieten das relativ teuer an, dann können Verifizierungen notwendig sein und ja, diese Minutenpreise sind in der Regel nicht attraktiv, was den Preis angeht. Aber auch dafür gibt es eine Lösung. Erstens mal macht man ja schon relativ viel nur mit WhatsApp und die ganze Touristikbranche ist da auch drauf eingestellt. Da hatte ich in der Regel keine Probleme. Wenn man jetzt mal telefonieren muss, würde ich euch empfehlen, schon mal auch vor Reiseantritt einen Voice-over-IP-Anbieter parat zu haben. Das lohnt sich immer, da fallen auch keine weiteren Kosten an, der kostet nicht monatlich oder sowas. Einen Voice-over-IP-Anbieter habt ihr wahrscheinlich schon in eurer Fritzbox oder eurem Router eingerichtet. Wenn ihr nämlich über Festnetz telefoniert, dann geht das über Voice-over-IP. Egal, ob ihr bei der Telekom oder bei Vodafone seid, die Technik dahinter ist Voice-over-IP. Konkret heißt das, ich klicke mir einfach ein Konto bei einfach voip.de, bei voip2gsm.de oder bei Trillo oder irgendeinem anderen VoIP-Anbieter. Da lädt man sich dann einen festen Betrag prepaid-mäßig einfach drauf, das ist irgendwie 5 oder 10 Euro und damit kommt man super weit. Also Telefonkosten sind super gering. Manche Länder haben tatsächlich hohe Telefonkosten, das ist auch tatsächlich in der Türkei so. Aber auch da hilft natürlich trotzdem ein Voice-over-IP-Anbieter weiter. Ich würde es einfach jetzt, bleiben wir bei der Türkei, bei dem Beispiel mal festmachen. Ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich den Anbieter einfach voip.de mir einmal anschaue, kann ich einfach über die Sparroute für ungefähr 3 Cent pro Minute ins Festnetz telefonieren und aufs Mobilfunknetz ungefähr für 19 Cent die Minute. Die haben verschiedene Tarife, es gibt die Sparroute, es gibt die Standardroute, könnt ihr euch da durchlesen, aber am Ende ist das der Minutenpreis, den man zahlt. Also nehmen wir mal die Standardroute, 4 Cent ins Festnetz und 19 Cent ins Mobilfunknetz. Was würde es denn kosten, wenn ich jetzt von meinem deutschen Mobilfunkprovider einen Anruf tätige, in der Türkei zum Beispiel, auf eine türkische Festnetz- oder Mobilfunknummer? Und tatsächlich bei meinem Anbieter Premium SIM bin ich bei 1,59 Euro pro Minute. Also das kann man sich ja ganz einfach ausrechnen, dass ich da einfach bei 2-3 Minuten telefonieren schon in irgendwelche Höhen komme, in die ich nicht kommen will. Jetzt habe ich euch aber ja noch gesagt, wie richten wir das Ganze ein auf Android? Und das ist teilweise gar nicht so einfach, deshalb finde ich schon wichtig, das jetzt hier einmal kurz zu zeigen im Video. Was ihr machen müsst, ihr geht einfach unter eure Einstellungen im Smartphone und dort findet ihr dann Netzwerk und Internet und dort gibt es eben die Option SIM-Karten. Ihr seht schon, ich habe Premium SIM aktiv, Eskimo war die SIM, die ich jetzt verwendet hatte, weil es da was kostenlos gab, also ich habe für meine eSIM quasi nichts bezahlt bisher. Und jetzt kann ich da unten klicken, weitere hinzufügen. Und hier unten steht stattdessen SIM herunterladen mit dem Hinweis Nummer mit eSIM hinzufügen. Genau das will ich ja machen. eSIMs sind normalerweise QR-Codes und die kann man einfach abscannen. Wenn ich jetzt hier auf Weiter gehe, dann kann ich normalerweise einfach meine Kamera aktivieren und die abscannen. Allerdings habe ich ja vielleicht eine App installiert und kann das gar nicht abscannen gerade in dem Moment, weil mein Handy ja nicht auf mein Handy filmen kann. Deshalb gehe ich hier unten auf Brauchst du Hilfe und gib ihn manuell ein. Die App des eSIM-Anbieters, die wird jetzt also auch diese Zeichenfolge anbieten, neben dem QR-Code. Also jedenfalls war es bei meiner Eskimo-App so, das ist eigentlich die einfachste Möglichkeit, den kann man sich kopieren, hier einfügen, dann dauert es kurz und dann ist die SIM aktiviert. Danach kann man die, wenn man es zu Hause ist, eigentlich gleich wieder deaktivieren. Kann man wahrscheinlich ähnlich nutzen, wenn man sich zum Beispiel Datenvolumen fürs Ausland gekauft hat. Funktioniert die ja ohnehin nicht, jetzt zum Beispiel in Deutschland. Ich kann ja eh immer nur eine SIM aktiv haben, ich muss die also in Deutschland deaktivieren, damit ich meine Premium-SIM wieder aktiv schalten kann. Ja, und so kann ich dann eben in der Türkei das einmal switchen, kann dann wieder Premium-SIM deaktivieren, die neue SIM aktivieren. Telefonate führe ich dann über WhatsApp oder eben über meinen VoIP-Anbieter, also Voice-over-IP-Anbieter, mit der Zeuper-App. Dazu habe ich schon viele andere Videos gemacht, warum sich das lohnt, gerade im Urlaub. So einen Anbieter sollte man immer zur Hand haben, kann man auch zu Hause nutzen zum Beispiel, also es gibt da wirklich keine Grenzen. Alles, was irgendwie mit Telefonie zu tun hat, ist so ein Voice-over-IP-Anbieter. Eigentlich ja eine gute Idee, kann man viel Geld sparen mit. Die App kostet auch nichts, also Zeuper lässt sich einfach installieren und dann kann man da eben Anrufe mit tätigen. Und die Anrufe laufen dann halt über die Datenverbindung, die man ja über die eSIM hat.
An der Stelle danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch jetzt weitergeholfen. Vielleicht kanntet ihr ja eSIMs schon die ganze Zeit und das ist nur an mir vorbeigegangen. Wenn es euch geholfen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like, über ein Abo. Ja, ihr wisst ja, was ihr zu tun habt.